Könnte eine Mama sein. Ich. Egon! Edith! Wir haben Kohl für euch! Ah. Egon! What? Ist er nicht da? Es muss wer da sein. Meine Schwägerin liegt seit 3 Tagen mit Grippe im Bett. Ja, ja, ich weiß. Wir können nicht rein. Sperren wir schon auf. Egon? Hohes Fieber. Meda, Toni, kommt, wir gehen. Ich möchte aber nicht gehen. Der Onkel Egon ist krank. Geht's jetzt? Die Mama kommt dann eh noch. Wir müssen jetzt den Doktor holen. Komm. Komm jetzt. Mein Büchel liegt da drüben. Kannst du schauen, wer heute zum Hotel stehen kommen soll? Ja. Da stehen 3 Namen für heute und morgen 4. Du musst das abbestellen. Ich kann heute nicht. Ja. Morgen vielleicht. Ich bleib bei dir, bis der Doktor kommt. Ja, du kriegst ihn ja eh wieder. Warst du beim Vormund? Nein. Na, und wann gehst? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, dann wirst du halt nichts mehr kriegen. Ich brauch eh nichts. Der feine Herr hat leicht reden, solange er bei der Mutter lebt. Müsst ihr unbedingt da am Gang streiten, dass alle Leute hören. Ja, bleibt. Das ist anstrengend. Dauert ja nicht lang. Nimmst du mir heute am Abend mit im Prater? Kinder lassen es dort nicht rein. Was, wer ist ein Kind? Ja, du? Ich bin 16. Ach so. 16 ist es schon. Ich sag's der Mutter, wo du heute am Abend hingehst. Sagst du nicht? Doch. Friede? Friede. Aber nur, wenn du mich mitnimmst im Prater. Ich geh da nicht zum Vergnügen hin, das ist meine Arbeit. Was bleiben wir gleich so? Hast du es der Mutter schon gesagt, dass du nicht mehr auf die Akademie gehst? Nein. Wann sagst du es ihr? Ich sag's es schon. Ist meine Sache. Gleich kommt sie. Bravo!
So geht's von einem Höhepunkt zum nächsten. Gerne lassen sich unsere Künstlerinnen von Ihnen auch zu einem Tête-à-tête ins Separé einladen. Jetzt kannst du mir ja deine Kleindudeln noch mal zeigen, Morli. Nein, nein. Eine ganze Flasche wird uns zu viel. Bei uns gibt's nur ganze Sachen, Herr Professor. Schluckerl können uns bei der Kinderjausen bestellen. Ist auch wurscht. Darf ich vorstellen? Die Künstlerin Moa Naümü. Naümü ist beaucoup trop compliqué. Ich heiße jetzt Moa. Nur Moa, c'est tout. Sie ist die Tochter eines tahitianischen Stammeshäuptlings. Ich habe sie auf meiner letzten Weltumsegelung entdeckt, entführt. Ihr Vater hat sie daraufhin enterbt. Und nun muss sie des schnöden Mammons wegen in diesem sinisteren Etablissement ihre Perlen vor die Säue werfen. Cherie, das ist ein historischer Moment. Es ist die Gründungsfeier unserer kleinen Künstlergruppe Les Artistes Nouveaux. Neue Kunstgruppe auf Deutsch. Kann man noch was zum Trinken haben? Anton Peschka, er ist der französischen Sprache nicht mächtig. Du verzeihst, Cherie. Neue Künstlergruppe, nicht neue Kunst. Es gibt keine neue Kunst. Es gibt nur neue Künstler. Neue Kunst, so Blödsinn. Egon Schiele, man hat ihn soeben wegen Unbotmäßigkeit von der Akademie geschmissen und somit qualifiziert er sich für die Präsidentschaft unseres kleinen Vereins. Merci. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Modell zu stellen? Wir suchen nämlich gerade ein Modell. Pour vous tous, mes amis. Je n'ai pas de prix pour vous. Comme j'ai dit, sie ist unbezahlbar. Schade. Ich hätte Ihnen sonst gerne noch mein Atelier gezeigt, bevor wir fahren. Ich meine, ein Künstler muss doch die gewohnte Umgebung verlassen, um einen neuen Blick zu finden. Meine Herren, für die Unterhaltung mit den Damen nach der Vorstellung ist aber extra zu bezahlen, gell? Wir wollten eh gerade was zum Trinken bestellen. Die Herren und ich sind in einem beruflichen Gespräch. Papa, was ist? Ein Flasch und Schafes für die Herrschaft. Die Rechnung geht dann auf mich. Kann jetzt den Schritt von hier. Die hast du bestellt? Ja, ja, die Hauptgangstochter. Zum Arbeiten. April 1910. Moa und wie noch? Nix noch. Nur Moa. Gut, nur Moa. Sind 2 Stunden recht? Jetzt alle 1/2 Krone die Stunde. Aber ich verdiene mehr woanders. Und wo ist woanders? Auf die Bühne. Gut, dann 1 Krone die Stunde. Haben auf der Akademie aber nur die Männermodelle bekommen. Kommen doch zum Akt stehen, oder? Paravo gibt's leider keinen. Strümpf und Schuh bitte anlassen. Die andere Hand bitte. Die Schulter ein bisschen höher. Die rechte Hüfte auch höher. Ja, so. Schau nicht mich im Spiegel an. Schau dich selber an.
Die Frau auf die Zeichnungen. Das ist die gleiche, die die Tür aufgemacht hat für mich? Ja, das ist meine Schwester. Schwester. Ehrlich wahr? Du zeichnest die nackt? Wenn ich mal alt und impotent bin, dann zeichne ich was anderes. Du schreibst da auch meinen Namen drauf? Wo drauf? Aufs Bild. Na, mein Name kommt drauf. Ich bin der Künstler. Na und? Wie soll ich berühmt werden, wenn mein Name nicht auf der Bild steht? Weiß ich nicht. Was ist jetzt los? Beeil dein Geld. Steht überhaupt kein Busen? Ja, eh nicht. Komm, beim Bahnhof ein. Wer ist denn die überhaupt? Die ist eine Schauspielerin. Eine Schauspielerin. Also ein Prater. Ja, warum nicht? Ein Pratermensch. Ich möchte den Künstler nicht bei der Arbeit stören. Du störst mich nie, Karl. Magst du einen Wein? Nur wenn das Fräulein Gerti uns die Ehre gibt, ein Glas mit uns zu trinken. Nein, danke, Herr Reininger. Ich muss eh schon gehen. Bleib's doch da. Ich hab leider nichts Fertiges für dich. Nur Vorstudien. Aber bei mir ist ein Vorstudio auch ein Kunstwerk. Auf deine Bilder ist aber nicht so geschamig. Das ist auch Vorstudio zum Ölbild nach der Gerti. Das habe ich in einer Ausstellung unterbracht. Du bist ja ein gottbegnadeter Künstler, Herrst. Vielleicht von innen heraus. Was das der Kaiser gesagt hat, als er das Bild gesehen hat? Der Kaiser war in einer Ausstellung mit moderner Kunst. Was hat er gesagt? Das ist ja entsetzlich, hat er gesagt. Das spricht für dich. Was verlangst du für so eine Vorstudie? 20 Kronen unter Freunden. Für alle Nackerten da? Na, für Applaus. Aber auch nur, weil du der einzige Sammler in Wien bist, der wirklich was von Kunst versteht. Geschäftstüchtig. Also gut. Am liebsten hätte ich meinen ganzen Salon mit erotischen Akten von der Gerti ausmalen lassen. Als Fresko. Kannst du was? Sicher. Mache ich aber nicht. Warum nicht? Ja, warum nicht? Die Gerti hat nichts dagegen. Ich bin ein Künstler und kein Pornograf. Wo warst du schon wieder? Ich hab Kunden wegschicken müssen wegen dir, weil die Madame sie in der Stadt herumtreibt. Wo warst du? Das geht dich nichts an. Gehst du am Strich? Oder was? Attends, vieille sorcière. Pass auf, mit mir redest du Deutsch, ist das klar? Ist das der Dank dafür, dass ich dir eine Arbeit gegeben hab? Wer nimmt denn so einen Murl wie diese Schlampen? Du erhebst nicht die Hand gegen mich. Untersteh dir. Mach dich sie, bist du recht. Lass mal so gehen. Ich gehe da nicht mehr. Die töten mich. Kann ich ihr bleiben? Nur ein paar Tage. Na, das geht nicht. Wir gehen weg von Wien. Ich will heute ganz mal da bleiben im Atelier. Muss ja nicht Kleidermutter sagen. Geh jetzt. Ich komm dann nach. Was ist denn das eigentlich mit dir und dem Tom? Er rippt mit mir. Alles. Tu. Er sagt, ich hab das Talent für die große Bühne. Ich mein was anderes. Qua. Naja, weiß schon. Écoute, mon ami. Dom ist ein Tänzer. Ja, und? Tu sais, er ist wie mein Bruder.
Das hat aber nicht so ausgeschaut. Bei dir und deiner Schwester, es schaut auch nicht so aus. Moa, schlaf gut. Ich habe jetzt aber nur 3 Zimmer reserviert. Hallo Gerti. Und Isi sieht, geht die Sonne. Ja. Wieso wolltest du denn, dass ich nach Rom aufkomme, wenn du jedes Brat Mensch dabei hast? Wohnen Sie auch bei uns? Nein. Ich wohne am Hauptplatz bei unserer Tante. Schade. Ja, wir werden uns schon über den Weg laufen. So groß ist ja Krumm auch nicht. Du fährst nicht mit meiner Schwester, wir sind zum Arbeiten da. Er ist da! Kommst du mit zum Moldau? Ich bin gleich fertig. Komm, noch eine. Ja, dann mach die erste noch einmal. Egon, ich hab glaubt, ich komm jetzt dran. Nein, jetzt nicht. Gut, dann möchte ich nicht stören. Du störst mich nie, Gerti. Aber sie vielleicht. Du lass dich von der um den Finger wickeln. Gerti. Thank you.
war ein kleiner Zündholzverkäufer in Paris. Dann bin ich mit dem Schiff nach England. Ich war der Geliebte einer Gräfin in Irland. In Holland habe ich mich als Soldat anwerben lassen für die Kolonien Siam, Tibet, China und bengalischer Meerbusen. Von dort habe ich das Rezept. Die Leute regen sich darüber auf, dass unser brauter Mensch nackert in der Stadt umeinander hüpft. Und der Ogolter verlangt die nächste Miete im Voraus. Wieso denn, da waren wir schon im Voraus? That's America! Haben wir noch ein Geld? Ja, ja, es kommt eh bald was. Ich bin zu Kreuze gekrochen und hab dem Vormund nach Wien telegrafiert, dass wir in Nöten sind. Moin. Das ist die Antwort. Hast du gelesen? Ja. Ich finde es eine Frechheit, dass er für meinen Anhang zahlen muss. Aber was denn der Onkel, weil er da ist? Von dir? Und mich lassen uns ganz allein. Dem Egon ist alles egal. Früher war der ganz anders zu mir. Dabei habe ich nur Ansichtskarten geschrieben mit schönen Grüßen von allen. Nicht den Kopf hängen lassen. Gestanden, dass er die Vormundschaft für den Egon und mich jetzt zurücklegt. Der Egon ist jetzt mein Vormund. Schon wieder?
wahnsinnig guten Namen für dich gefunden. Moa Mandu. Mandu, das ist ein Fluss in Sierra Leone. Sie ist eine Frau, sie ist immer in Bewegung, wie ein Fluss. Wir Männer sind nur das Ufer. Komm, ich hatte niemals Geschwister. Und jetzt, ich habe zwei Brüder. Ah, da bist du. Ich schreib was. Ein Gedicht? Kaffee? Gibt's kein mehr. Lieber Karl Reining aus, als Künstler sollte man sich eigentlich nicht darum kümmern müssen, wo man monatlich das Geld erkriegt. Er soll einmal 500 Kronen schicken, dafür darf er sich was in meinem Atelier aussuchen. Er weiß ja, wo der Schlüssel liegt. Wo kommst denn du her? Hast du da geschlafen? Dein Anton? Sie ist eben auch kein Engel. Was du mir nicht erklären? Ha? Es reicht, Gerti! Wir sind hierher kommen zum Arbeiten. Der Anton hat noch nicht einmal seine Staffelei auspackt. Ich bin der Einzige hier, der arbeitet. Du gehst sofort zurück nach Wien, Gerti. Ich hab was Irres getroffen. Also du brauchst überhaupt nicht mehr wiederkommen. Bombenstimmung. Aus mit der scheiß Künstlerkolonie Grumman! Gerti! Gott sei Dank, Herr Doktor. Grüß dich. Das nehmen wir uns bitte gleich um. Wirklich? Ja, wirklich. Ich gebe Morphium. Gegen die Schmerzen beim Atmen. Das war bei seiner Gattin leider nicht mehr möglich. Wegen der Schwangerschaft. Sie war im sechsten Monat. Er weiß noch gar nicht, dass sie nicht mehr lebt. Ist besser so. Keine Aufregung. Was kann ich denn machen mit ihm? Brustwickel, Essig, Batscherl und ordentlich Schnaps in den Tee. Das Fieber muss runter, sonst wird es lebensgefährlich. Essig, Batscherl. Gibt es gar nicht irgendwas Gescheiteres? Es muss doch irgendwas geben, was das Fieber senkt. Kinin. Aber das kriegt man leider nirgends mehr. Am Schwarzmarkt vielleicht. Wenn wir jetzt was Wertvolles haben, können sie es ja versuchen. Gold.
Egon, hast du einen Essig? Hm? Essig. Ja, da. Da. Friede. Gehst du oft darauf? Ja, der Blick von oben bringt immer was. Wie in Comau. Ja, stimmt. Die Felder da sind für mich wie die Dächer in Comau. Ich glaube, ich bleibe jetzt für immer in Neulenkbach. Ich sehe besser, wenn ich allein bin. Kann ich besser arbeiten. So, bist du dicker geworden? Ja. Kann so sein? Über das wollte ich mit dir reden. Du bist ja mein Vormund. Und? Der Anton und ich wollen heiraten. Ich bin schwanger. Ja, wir wollen eh heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Soll ich dann mit einem ledigen Kind um... Ja! Ich bin sehr enttäuscht vom Anton. Und von dir. Schrei nicht mit mir. Nie hätte ich mir gedacht, dass du es so weit kommen lässt. Ich hab gedacht, in einem edlen Körper steckt der edler Geist. Aber du bist um nichts besser wie die Braut der Menschen. Und weißt was? Du musst warten, bis du 21 bist. Vorher lass ich dich nicht heiraten. Du darfst alles und ich darf nichts. Suchen Sie den Klimt? Ich wäre froh, wenn ich die Gesichter so sehen könnte wie du. Zwei eine schauen in die Gesichter. Ja, über mich lacht das bloß teilisch. Du kannst sogar recht haben. Na, jetzt hast du deinen Stil gefunden. War richtig von mir, dass ich dir damals geraten hab, dass du auf die Akademie ganz scheißt. Ja, und sie dort Professor gewesen wären, war er die eh geblieben. So ein wie mich lassen die dort nicht unterrichten. Was ist mit Ausstellungen? Bei der Hagebund-Ausstellung im Frühjahr kann ich 8 Bilder ausstellen. Bravo. Aber international wäre auch wichtig. Ich schaue, dass ich was für dich machen kann. Die da war aber ein bisschen zu jung. Als Aktmodell. Ich arbeite nicht mit so jungen Geschroppen. Das traue ich mir nicht. Was verlangst du für so ein Blatt? Ich wollte nur wissen, was sie zu meiner Arbeit sagen. Ich kaufe da gern was an. Aber Geld ist mir nicht wichtig. Versteh schon. Wir könnten Blätter tauschen. Such dir eins von mir aus. Morgen um die gleiche Zeit? Ja, ist gut. Soll ich vielleicht die Wahl einmal für dich sitzen?
Jetzt habe ich Angst gekriegt. Sie trauen sich nur eine zu mir, wenn ich allein zu Hause bin. So viel Berg. Das sind doch keine Berge, das ist der Wienerwald. Haben Sie noch nie richtige Berge gesehen? In Dattendorf, wo ich herkomme, da ist so flach, dass man die Schwalben nachschauen kann. Und sie hinten zu fliegen, bis sie noch mal ganz kleine Punkte am Horizont haben. Nach ihrer Geburt fliegen die Schwalben fort. Das hat meine Großmutter immer gesagt. Das stimmt auch. Die Starre sammeln sich zwei Wochen danach. Der Himmel wird dann ganz schwarz. Den Blick bitte auf mich richten. Ja, so. Das weiß ich gar nicht, wann die Lerchen davonfliegen. Vor oder nach die Schwalben? Das ist eine Zwitscherlerche. Redet zu viel. Nein, nein, sag schon, wenn es mir zu viel ist. Könntest du die Unterhosen noch ein Stück hochziehen? Ah, das ist mir jetzt aber peinlich. Wieso? Was ist doch peinlich? Nein, dass ich ihnen zu viel rede. Den Blick bitte zu mir. Warten Sie! Ich muss Sie noch zahlen. Nein, der Klimt hat das schon erledigt. Was? Er hat die Sitzung gezahlt. Na dann. Damit es nicht immer noch die Kinder meiner messen, hat er gesagt. Der Klimt soll sich nicht einmischen. Ich mache, was ich will. Das können Sie ihm rücksagen. Finden Sie den Weg zurück zum Bahnhof? Wollen Sie mich betrunken machen? Geh, okay, wo denn? Das gelingt Ihnen auch nicht. Woher kommt es nämlich der Wein zu Hause? Dort gibt es nur Schwalben und Lerchen. Mein Vater. Haben die Bauern die Weinflaschen und Schuhe nachgetragen, damit er die Kinder freigibt für die Feldarbeit. Bist du ein Lehrerskind? Das ist immer schwer gehabt mit Lehrern. Ja, ich hab seine verdreckte Wohnung aufgeräumt, die lahmen Weinflaschen eingesammelt, das Klassenzimmer geputzt. Es war besser als in der Fabrik arbeiten, aber Leben war das keins. Das hab ich alles hinter mir gelassen. Gott sei Dank. Zwitscherlerche, gelach wieder. Der wird dich gleich da lassen, Herr Schiele. Zug habe ich eh schon versäumt. Meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau soll sich für den Richtigen aufheben. Wo die hat mich für die aufgehoben. Der Klimt? Bei dem weiß eh jedes Mädel, das für eine Arbeit was kommt. Schlimmer war der Vater in Dattendorf. Mein Vater hat unsere Familie zu Grund gekriegt. Der hat alles, was er gehabt hat, in den Ofen reingeschmissen. Den ganzen Familienbesitz. Aktien, Staatsanleihen. Alles verbrannt. Bist vom besseren Leid. Merkt man das nicht? Aber er hat eh recht gehabt. Geld ist nichts anderes als grüne Fetzen. Ein Kunstwerk kannst du nicht kaufen. Kunst ist unbezahlbar. Thank you.
vom Neuziel, sind Sie die? Ja. Wohnt hier Herr Egon Schiele, Kunstmaler? Ja, aber der ist halt in Wien eine Ausstellung vorbereiten. Worum geht's? Das ist eine Vorladung für Sie als Zeugin vor das Bezirksgericht. Und eine für den Herrn Schiele. Wenn das wegen der Rechnung von dem Tapezierer ist. Der Herr Schiele macht jetzt bei einer großen Ausstellung mit. Der wird sicher Bilder verkaufen und dann wird er als erstes dies rechnen sollen. Wirklich? Müssen wir da bitte unterschreiben, werden, dass wir es entgegengenommen haben. Am Freitag um 3 Uhr am Bezirksgericht Neulenkbach. Frau Walburger Neuziel. Bitte. Beruf? Probierfräulein. Wohnhaft? Au 48 in Neulenkbach. Seit wann? Oktober 1911. Sie leben demnach seit einem halben Jahr mit Herrn Schiele zusammen, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Ich kann doch nicht jeden Abend nach Wien reinfahren und in der Früh wieder raus an der Lenkbach. Wissen Sie, was das kostet? Nein, das weiß ich nicht. Aber das war auch nicht die Frage. Was sagt Ihnen der Name Tatjana von Mossig? Zurücktreten! Tatjana ist vom Zaus davongerannt. Sie will bei uns schlafen. Ich gehe nicht mehr nach Haus. Da kriege ich Schläg. Ja, aber das geht nicht, Tatjana. Wir fahren heute Abend nach Wien. Auf ein Fest. Der Herr Schiele wollte mir zu seinem Gönner ein Reininghaus mitnehmen. Das war das erste Mal gewesen, dass ich mit darf. Die Schwester vom Herrn Schiele hat mir eins von ihrer Kleidel für den Abend gepackt. Ich hätte ja gar nichts zum Anziehen gehabt für so eine Soiree. Da haben Sie das Mädchen einfach mitgenommen nach Wien? Ja, was hätte man denn machen sollen? Sie wollte nicht mehr zu Hause. Sie hat bettelt, dass wir es mitnehmen sollen nach Wien zu ihrer Oma. Und wir haben uns gedacht, so werden wir es los. Wo wohnt denn der Oma? Hauptstraße. In Wien gibt es vier Hauptstraßen. Mädlinger, Landstraße, Hitzinger. Ja. Ja. Nummer? Wie lang die Hitzinger Hauptstraße? Ich weiß keine Nummer. Was machen wir jetzt mit dir? Der Herr Schiele ist dann alleine zum Herrn Reininghaus gegangen. Ein bisschen Angst habe ich eh gehabt, dass ich vielleicht nicht hinpasse auf so ein Fest. Sie haben also die Nacht vom 23. auf den 24. März mit Frau Tatjana Mossig in einem Hotelzimmer verbracht? Ja. Und der Schiele auch? Weiß ich nicht. Sie werden doch wohl noch wissen, ob der Herr Schiele zusammen mit Ihnen und dem Mädchen in einem Zimmer geschlafen hat. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange das Fest dauert hat. Vielleicht hat er bei seiner Schwester übernachtet. Ich habe ihn erst am nächsten Tag am Bahnhof gesehen, wie wir nach Neulenkbach zurückgefahren sind. Und da war dann Tatjana auch wieder da? Ja. Und ich habe sie dann wieder zu ihren Eltern zurückgebracht. Die waren schon ganz schön froh, dass da gar nichts passiert ist. War das so? Ist dir nichts passiert? Nein, ich habe ja auf sie aufgepasst. Frau Neuziel, Sie haben an einer Entführung teilgenommen. Und? Habt ihr mir schon einen Strickdraht? Sind Sie Herr Egon Schiele, Kunstmaler? Sehr wohl. Sie dürfen sich hier nicht mit der Zeugin verabreden. Bitte.
gehe. Du musst den Rössler anrufen. Und den Reininghaus. Und sag ihnen, was sie mit mir machen. Jetzt haben wir die Bescherung. Im Wiener Waldboten wird er bereits als Kinderschänder gebrandmarkt. Herr Rössler, ein Revolverblatt zwar. Aber es wird viel gelesen von diesen bleichsüchtigen Moralisten. Ich habe ihn gewarnt. Lassen Sie das mit den Kindermodellen. Lassen Sie die Finger von den kleinen Mädchen. Auf Kinderschändung steht 5 Jahre Kerker. Das ist das Modell vom Schinken. Der gnädige Herr ist gestern aus Wien abgereist. Wo kommt er denn wieder? Besuch für Sie, Herr Schiele. Mali, welche Zeit das kommst. Die Ansa-Stiftung, richtig? Deine Strümpfe? Du magst doch die Farbe. Ich hab schon befürchtet, du wirst so einen Sträflingsanzug anhaben. Warum? Ich bin doch kein Verbrecher. Ich hab nur was dabei. Gute Kritiken von deiner Ausstellung. Egon Schiele ist unzweifelhaft talentiert und ein brillanter Zeichner. Ein Englischer? Und da? Egon Schiele hat die Kraft zu schockieren. Es ist durchaus möglich, dass aus dieser deprimierenden Scheußlichkeit große Kunst wird. Das ist so österreichisch. Und eine ganze Seite in der Arbeiterzeitung. Vom Rössler? Mhm. Durch Monate war er damit beschäftigt, Proletarierkinder zu zeichnen. Ihn faszinierten die Verwüstungen der schmutzigen Leiden, denen diese Unschuldigen ausgesetzt sind. Jetzt, wo ich die besten Chancen habe, sperren Sie mir ein. Die Besuchszeit ist zu Ende. Wie alt ist denn diese Tatjana eigentlich? Weiß nicht genau. 13. Keine 14. Und was ist deine Meinung? Traust du ihm das zu? Ist unschuldig. Warum bist du denn da so sicher? Hm? Wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Hast du überhaupt was zum Leben, wenn der Egon schon seit 2 Wochen im Helfen ist? Jean de Marie war im Haus und hat alles mitgenommen. 125 Zeichnungen. Seine Trautlaftigkeit. Sollen wir dann arbeiten, wenn die schon im Atelier herumstirren? Braucht jetzt einen guten Anwalt, aber das kostet halt. Was ist mit Ihnen? Bleiben Sie da. Ich hätte schon angefangen. Fräulein Schiele, Sie dürfen nicht in Gerichtssaal. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Oder?
Vielleicht sperren sie ihn jetzt für ein paar Jahre ein. Na, hoffentlich nicht. Hätten sie ihm das mit den Kindern nicht ausreden können? Waren Sie immer dabei, wenn die Kinder Modell gestanden sind? Ja, eigentlich immer. Also außer wenn ich was zum Essen gemacht habe und also einen Kakao für die Kinder oder so, da bin ich schon in die Küche gegangen. Das heißt also, Sie hätten es bemerken müssen, wenn im Zug dieser Arbeit irgendwelche unzüchtigen Handlungen vorgenommen worden wären. Das hätte er nie gemacht. Hätten Sie es bemerken müssen? Ja, sicher. Noch eine Frage. Als Sie mit dem Mädchen die Nacht im Hotel verbracht haben, ist da der Herr Schiele irgendwann von seinem Fest zu Ihnen beiden zurückgekommen? Nein. Das können Sie beschwören? Ja. Ich beantrage die Gegenüberstellung. Sie haben in der Einzelvernehmung zu Protokoll gegeben und unterschrieben, dass der Herr Schiele Sie in besagter Nacht zu unzüchtigen Handlungen verführt hat. Fräulein von Mossig, wir wissen ja, dass junge Menschen in Ihrem Alter eine starke Fantasie haben. Kann es sein, dass Sie nur geträumt haben, dass der Herr Schiele bei Ihnen im Hotel war? Sollen wir die Verhandlung unterbrechen? Ich möchte noch ein Beweismittel vorlegen, das ich leider erst heute kurz vor der Verhandlung erhalten habe. Es handelt sich um ein medizinisches Gutachten. Die Verteidigung hat die Virginität der Tatjana von Mossig überprüfen lassen. Das Hymen ist intakt. An der Urteilsverkündung darf die Öffentlichkeit jetzt wieder teilnehmen. Bitte treten Sie in den Zeugenstand. Ich verkünde das Urteil. St. Pölten, 4. Mai 1912. Der Strafsenat des Kreisgerichts St. Pölten hat beschlossen, dass Herr Egon Schiele vom Vorwurf der Entführung und Schändung der minderjährigen Tatjana Georgette Anna von Mossig freizusprechen ist. Dagegen wird er für schuldig befunden, Minderjährigen in seinem Atelier pornografische Darstellungen zur Ansicht gebracht zu haben und damit gegen den Paragraph 516 der Strafgesetzordnung verstoßen zu haben. Unter Berücksichtigung der 21-tägigen Untersuchungshaft wird er zu 3 Tagen strengen Arrest verurteilt wegen Verletzung der Schamhaftigkeit. Die Zeichnung, die als Beweisstück gedient hat, ist hier sofort zu vernichten. Das ist abscheulich. Das ist Pornografie. Das ist ein erotisches Kunstwerk. Ach, das ist ein Kunstwerk. Ich bin Künstler. Ich habe die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Nur beschränkte Lachen über die Wirkung eines Kunstwerks. Und ich habe Ihnen nicht das Wort erteilt. Moment, Einspruch! Abgelehnt. Gleich mitgebracht. Wir wollen zu ihr. Danke. Danke.
Fieber ist noch nicht runter? Nein, über 40. Es ist viel zu kalt hier drin. Was soll ich machen? Der Ofen geht nicht. Der Doktor fragt, ob man den Egon vielleicht zu euch hinüberbringen könnte. Wo es wärmer ist. Also ihr müsst da nichts machen. Ich mache eh alles. Ich kümmere mich um ihn. Bleib heute Nacht bei dir. Morgen in der Früh kaufe ich dir Quinin. Ich weiß, wo ich es herkrieg. Es war für die Edith vielleicht auch besser gewesen, wenn du das Kleid hergebracht hättest. Ich weiß. Sie wollte halt nicht. Sie wollte dich nicht aus die Augen lassen. Sie ist halt eifersüchtig. Auf alle Frauen, die da Modell stehen. Wo hast du denn den Tabak her? Das ist ein echter Tabak. Magst du auch nicht? Mhm. Wen von der Schiele-Familie muss ich von Ediths Tod benachrichtigen? Ich könnte morgen an dem Brotter treffen, der mir Quinin verkauft. Er nimmt aber kein Geld, sondern nur einen Schmuck, wenn er wertvoll ist. Nein, nicht unseren Familienschmuck. Was soll das heißen? Nein, für meine Schwester hätte ich ihn hergeben, für ihn nicht. Dann stirbt er. Der Schmuck ist alles, was wir noch haben. Wer weiß, was kommt. Ja, sag ruhig, das ist grausam. Aber von mir kriegt er nichts. Der ist auch grausam gewesen. Egoistisch, rücksichtslos. Zu der Edith, zu allen Frauen. Der hat die Frauen ausgenutzt, bis nichts mehr von ihnen übrig war. Jetzt geht der Strom schon wieder nicht. Ich mach's schon. Hast du das immer noch nicht überwunden? Dass der Egon vis-à-vis von euch ein Atelier bezogen hat, das hätte euch ja gar nicht interessieren dürfen. So fein erzogen, wie ihr wart. Schau dir das an! Ja, komm schnell, jetzt ist wieder eine bei ihm. Gleich. Wahrscheinlich zwei Huren. Oder arme Frauen, die für ihre kleinen Geschwister sorgen müssen. Edith, du glaubst doch alles, was in deinen Romanen steht. Aber grüßen tut er immer sehr freundlich. Wann hat er dich gegrüßt? Ich war gerade mit dem Hund unterwegs, da bin ich ihm begegnet und er hat gegrüßt. Ja, und du? Na, er hat zurückgegrüßt. Vielen Dank. Ich bin Adele Harms. Ich wohne vis-à-vis von Ihrem Atelier. Freut mich sehr, dass Sie in unseren Salon kommen. Für welchen Anlass soll der Hut sein? Für eine Hochzeit. Aber nicht für die eigene. Nein, ich bin noch zu haben. Ja. Der hier ist das Richtige für seinen Anlass. Momentan wird nur umgearbeitet. Wir kriegen kein Material. Der Filz wird halt jetzt woanders dringender gebraucht. 27, bitte. Ich würde ja auch gerne mal bei Ihnen Modell stehen. Ist leicht möglich. Sie zahlen und nehmen euch. Danke. Von Ihrer Sache in Essig und Öl. Danke. Thank you.
Flirten Sie mit mir? Ich? Ja, nichts für eine Frau wie Sie. Ich habe kein Geld für einen miserablen Ruf. Ich war schon mal im Gefängnis. Danke. Die wahre Liebe kümmert sich nicht um Verfehlungen der Vergangenheit. Du bist dran. Sie wissen, meine Frau ist da etwas bourgeois. Ich komme wegen der 500 Kronen für das Bild, das in München verkauft worden ist. Als Provision für die Vermittlung sollen Sie sich von da was aussuchen. Ihr guter Herr Schilly vergisst, dass ihr mir noch Geld schuldet für Papier und Leinwand. Finden Sie es nicht gut? Was doch? Sein Stil hat sich verändert, seitdem er mit Ihnen zusammen ist. Aber Bargeld brauche ich trotzdem. Na gut, ich behalte das Kleine und gebe Ihnen 200. Aber Sie haben doch 500 eingenommen mit seiner Arbeit. Wie viel hast du gekriegt? 500. War aber nicht leicht. Lass dich nicht stören. Melange, die Dame, wie immer. Ihr Wein, Herr Schiele. Und danke. Darf ich die Dame vielleicht auf ein Glas Wein einladen? Nein, lieber nicht. Wir müssen gleich nach Haus. Was, jetzt schon? Ja, leider. Die Edith kriegt Hausarrest, wenn sie nur 10 Minuten zu spät kommt. So streng ist unsere Frau Mama. Okay. Aber vielleicht darf ich die Damen ja mal ins Parkkino einladen. Ich weiß nicht, ob die Edith mit ins Kino darf. Und ich ganz allein mit Ihnen? Wie schaut denn das aus? Aber wer sagt denn allein? Die Wally kommt mit als Gouvernante. Damit sich Frau Mama schon erlauben, dass die Edith auch mit darf. Wo ist denn das? In Dalmatien. Da ziehen wir beide mal hin. Im Süden lebst du ja viel besser als in Wien. Da ist wärmer und alles ist viel billiger. Oh, schwieriger Auftrag. Sie will ein Porträt. Das ist so eine feine Dame mit Kleid und Schmuck. Aber ich finde, ihr Gesicht hat was. Ja, Pickel. Vielleicht ist sogar eine Jungfrau. Ich kann ja mal nachschauen. Au! Bleib so. Aber bleib so. Richt den Oberkörper noch ein bisschen auf. Arbeiten wir schon? Ich arbeite immer.
Nehmen Sie hin die geweihten Ringe. Sie sollen sich stets an die Treue erinnern, die Sie bis in den Tod unverletzt zu halten, hier am Altare vor den Augen Gottes einander versprechen. Und nun reichen Sie einander die Hände. Ich verbinde euch zum ehelichen Bunde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Creme de Nettelung. Creme nicht. Ganz im Gegenteil. Bist du verantwortlich für meine Schwester? Hm? Kannst du es überhaupt noch heulen? Anton, was ist mit den Bildern, die du mir schicken wolltest für die Ringstraßengalerie? Hm? Tun wir das Gleiche mit dir. Ich bin im Unterschied zu dir seit 4 Monaten Soldat. Da kommst du nicht zum Malen. Wie stellst du das vor? Das ist beim Marschieren, Bilder malen? Freundlich aufs Gesicht machen. Ja, ich heirate auch nicht, wenn ich nicht genügend Geld habe. Wie lange hättest du mich heiratet? Wie? Du bist nett, dass ich dich heirate? Na. Ich dachte, ich bin deine große Liebe. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, die große Liebe. So, bist du so nicht in mich verliebt? Ich bin in niemanden verliebt. Na schon. Okay, das brauche ich jetzt schriftlich. Du schreibst auf. Ich wage heute am 24. November 1914, dass ich in niemanden auf der Welt verliebt bin. Egon, du tanzt jetzt mit mir auf meiner Hochzeit. Jetzt komm schon, Egon. Das gehört sich so. Mit mir? Ja. Fertig. Es schneit. Oh, schön.
für die Einladung. Kommt gut nach Haus. Gute Nacht. Wolltest du nicht einmal zu uns kommen? Die Adele hat am Freitag Geburtstag. Ja, gerne. Und Sie, Fräulein Walli? Ihre Eltern kennen mich doch gar nicht. Das macht doch nichts. Am Freitag habe ich immer Gesangsverein. Kein schöner Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Auf grüner Heid im freien Feld darf nicht ein Großweg lagen. Im engen Bett nur ein allein muss an den Todesfreien. Hier findet er Gesellschaft fein, fein wie die Kräuter im Maien. Und wann werden denn Sie für Kaisergott und Vaterland hinausziehen? Gar nicht. Ich bin freigestellt worden. Da könntest du von einem Glück reden. Ja, Glück für Österreich. Ich habe jetzt Ausstellungen in Berlin und München. Als Künstler diene ich dem Vaterland eh viel besser als in der Uniform. Die Uniform war mehr was für meinen Vater. Ja, ist der Herr Vater Offizier? Oberoffizial bei der kaiserlich-königlichen Eisenbahn. Bei der Eisenbahn? Wie, mein Mann? Was? Was wer? Bei der Eisenbahn ist sein Vater. Hm. Mein Vater war Bahnhofsvorsteher in Tulln. Er hat 40 Leute unter sich gehabt. Ja, der ist aber schon gestorben, wie der Egon 15 Jahre alt war. Ja, seither bin ich sozusagen die väterliche Autorität in unserer Familie. Aber jetzt eh nicht mehr. Gegen eine Kriegshochzeit ist nichts zu machen. Meine Schwester hat geheiratet. Sie ist zwar noch nicht großjährig und sollte eigentlich nicht tun und lassen, was ihr so passt. Im März bin ich großjährig, dann werde ich auch tun und lassen, was mir passt. Also wenn ich Sie im März frage, ob Sie mich heiraten wollen, Fräulein Edith, dann wird Ihnen das keiner verbieten können. Und? War es schön bei denen? Aber schaut, dass du nicht mit warst. Ich hab's auch schon gehabt. Warte, ich sing gern. Ich weiß, das wird schon Lerche. Die Organisation, wie sie die Deutschen haben. Und die Männer haben fast alle Jungen geführt. Das heißt, sie fangen schon an, dass sie Zugstöten einziehen. Wenn sie mich einziehen, dann bringe ich mich um. Wenn sie mich in eine Kaserne einsperren, dann kannst du mich vergessen als Künstler. Du merkst das eben beim Anton. Seitdem der Soldat ist, hat er überhaupt keinen Strich mehr zeichnet. Einer im Chor, der vom Pschemisl erzählt. Da nehmen sie ihre Frauen mit in die Garnison. Sie nimmt sie ihr Zimmer in einem Gasthaus und er kommt wieder noch zu ihr. Heimschläfergenehmigung nennen sie das. So, was willst du für mich machen? Nächster. Tauglich. Nächster. Ich habe ein schwaches Herz. Für die Damen. Tauglich. Nächster. Gut. Fangen wir dann an. Mhm.
Liegst du dann daher? Am Bauch, bitte. Du hast jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Willst du mich verlassen? Ich bin tauglich. Ich dachte, sie nehmen dich nicht. Als Künstler. Ich muss zur Grundausbildung nach Prag. Für wie lang? Für ein paar Monate. Und dann. Ich hab dir versprochen, ich geh mit dir überall mit, wenn du mal in den Krieg musst. Aber was mache ich denn in Prag? Ich kann mir da ja kein Zimmer nehmen, wenn wir nicht einmal das Geld haben, dass wir da die Miete zahlen. Deswegen bist du auch nicht die richtige Ehefrau für mich. Wie meinst du das? Naja. Vielleicht fragst du alle von den zwei Rutschen, ob sie nicht schon heiraten, bevor du den Kasern musst. Du wirst lachen, aber daran habe ich wirklich gedacht. Wir haben doch gesagt, dass wir nicht heiraten. Das Ganze ist eh nur eine Formsache. Wally, zwischen uns ändert sich nichts. Wally! Wally, wart! Ich brauche einer! Ich brauche die! Für das Bild! Guck mal, weil ich das sagen wollte, dass ich. Komm rein. Ich wollte das sagen, dass ich erst wieder mit dir arbeite. Mit ihr. Egon, ich verlange wirklich nichts Unmögliches. Edith.
Mann und Mädchen. Für das bitte zu nennen? Wie du wüsst. Tja, wenn ich in einer Kaserne eingesperrt bin, ich muss jeden Tag zeichnen, sonst vergehe ich und das warst du. In einer Woche muss ich nach Prag. Nimmst du sie mit? Welche? Die Adele? Na, die andere. Die Edith. Wann heirat's? Am 17. Juni. Ich wollte vorher noch einen Hochzeitsvertrag mit dir machen. Unsere Geheimhochzeit. Ich habe alles vorgeschrieben. Du brauchst nur unterschreiben. Was? Da. Schau. Ich sag heute am 16. Juni 1915, dass ich jedes Jahr für ein paar Wochen mit Egon auf Urlaub fahren werde. Wohin denn? Wohin du willst? Nach Dalmatien zum Beispiel. Wünschen die Damen noch was? Bleib so.
Ich will nicht, dass du mich so zeichnest. Wieso? Weil ich nicht will, dass andere mich so sehen. Und wird die ihnen erkennen? Jeder wird wissen, dass ich das bin. Wieso denn? Weil ich mit dir verheiratet bin. Aha. Oder hast du schon wieder andere? Na, bin nicht. Wie sollte ich auch, wenn ich den ganzen Tag in der Kaserne bin? Du hast doch selber gesagt, dass du ein anderer werden willst. Mit mir ging das, hast du gesagt. Dass du aufhören wirst mit dieser Besessenheit, dass dich jetzt was anderes interessiert. Die Natur, die Bäume. Nicht immer nur das eine. Der Galerist in Wien zahlt 50 Kronen für so einen Akt. 60, wenn ich ihn später noch anfärbel. Woher glaubst du, soll das Geld für die ganzen Formen herkriegen? Das Papier schenkt mir auch keiner. Ich habe aber ein Recht auf meine Würde als Ehefrau. Ja, ja. Edith! Edith, wart! Edith, wo willst du hin? So geht es nicht, ich mach das nicht mehr mit. Edith, bitte. So habe ich mir das Verheiratetsein nicht vorgestellt. Immer hinter dir herfahren, von einer Kaserne in die andere, von einem Hotel ins andere. Ich verlasse dich. Edith, wenn du das machst, dann werde ich irrsinnig und stürze mich in den See. Was für einen See denn? Edith, du wirst schon sehen. Ich werde bald versetzt nach Wien, im Bürodienst. Dann kann ich wieder von daheim arbeiten. Und dann kommen wieder die Weiber. Die Walli ist eh nicht in Wien. Und die Adele? Jetzt hör mir auf mit deiner ständigen Eifersucht! Ich brauch Bilder! Im Krieg werden auch Ausstellungen gemacht! Ich brauch irgendwas zum Herzeigen! Verzeih. Verzeih. Liebster Egon, ich habe ja immer gehofft, dass wir uns zufällig irgendwo in diesem Krieg über den Weg laufen. Ich habe dich in meinem Dienstbuch als meinen nächsten Verwandten angegeben. Hoffentlich bist du nicht böse deswegen. Deine Zwitscherlerche ist leider krank geworden. Jetzt liege ich hier an der dalmatinischen Küste in einem Lazarett und habe Scharlach. Aber du weißt ja, Unkraut verdirbt nicht, wird schon wieder werden. So komme ich wenigstens endlich zum Schreiben. Stell dir vor, ich habe wirklich das hübsche kleine Haus gefunden, das aus der Illustrierten im Café, aus der Innersti. Du wolltest mit mir dort wohnen, aber Frauen dürfen da leider nicht rein. Morgen ist Weihnachten und hier regnet es bloß und es stürmt sehr. Ich hab solche Sehnsucht nach Wien und nach Schnee. Ich möchte gern mit dir.
sehr gelobt. Dankeschön. Die Karten, gnädige Frau. Dankeschön, schönen Abend. Nicht mehr gratulieren. Drüben im Nebenzimmer. Da bist du. Gratuliere. Gratuliere. Armeeschwester Neuzilvalli, Diagnose Scharlach, gestorben am 25. Dezember 1917, Dalmatien. Ich brauche sie. Schokolade Benedo. Trink das. Da ist viel Schnaps drin, das hilft. Wasser. Sie sind auf. Jetzt hat die Adele auch Fieber gekriegt. Ihr könnt am Schwarzmarkt der Kanin kriegen. Aber nur gegen Brillanten. Geld hat der Egon jetzt genug seit seiner letzten Ausstellung, aber. Dafür kriegt man nichts, ich weiß. Aber die Adele will das nicht. Dann wird die Adele genauso sterben wie die Edith. Und er auch. Neue Regierung. Ist das wahr? Steht da, ja. Ich hab's gekriegt, Egon. Jetzt wirst du wieder gesund, wirst sehen.
Was machst du mit dem Spiegel, Mutter? Der Spiegel gehört mir. Der Egon hat gesagt, er gibt mir den Spiegel wieder zurück, wenn er ihn nicht mehr braucht. Und jetzt braucht er ihn nicht mehr. Das muss alles erst einmal vom Notar aufgenommen und geschätzt werden. Also weiter. Die ganzen Möbel samt Spiegel 2800 Kronen, die Uhr, zwei Ehringe 500 Kronen. Was ist mit den Bildern? Drei Frauen unvollendet, 400 Kronen. Kauerndes Menschenpaar 600 Kronen. Vier Bäume 400 Kronen. Bei den Zeichnungen schreiben sie 50 Kronen pro Blatt. Wer was kriegt, darüber reden wir später. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.